Heute will ich euch meine Tour zur Schleifmühlklamm in Unterammergau zeigen. Da die Tour allerdings nur ca. 45 Minuten dauert, haben wir noch einen kleinen Abstecher zum Steckenbergkreuz und zu einem kleinen See gemacht. Die Tour startet am Parkplatz. Dieser kostet als Mindestgebühr 5 Euro, Stand Anfang Oktober 2023. Da wir das Highlight unserer Tour zum Schluss machen wollen, starten wir den einfachen, eher langweiligen Weg hoch bis zur Abzweigung zum Steckenbergkreuz. Als kleiner Vorgeschmack auf die Klamm können wir an einer Seite etwas runterblicken. Weiter geht es bis zur Abzweigung, die links kurz vor der Klamm startet. Hier wird der Weg schon interessanter, überall Bäume und Wurzeln auf dem Boden. Sehr idyllisch, ein kleines Bähnchen lädt zum Verschnaufen ein. Und schon erreichen wir das Kreuz. Total süß mit Lampen. Ich denke, hier muss ich mal abends nochmal herkommen. Belohnt wird man für diese 30 bis 40 Minuten extra mit einem schönen Ausblick über Unterammergau und die Berglandschaft um uns herum. Weiter ging es zu einem kleinen Tümpel oder See, dessen Namen wir gar nicht kennen, über einen Feldweg kurz querfeldein und zu einer Baustelle. Ich weiß nicht, ob sich diese Extraschritte für euch rentieren. Wir würden den Weg nicht mehr gehen und einfach den Weg zurückgehen, um dann zur Klamm zu gehen. Aber macht euch selbst ein Bild davon. Von dort kann man direkt wieder zur Klamm zurückgehen. Hier beginnt auch schon die Schleifmühlklamm. Der Eintritt ist übrigens kostenlos. Freut euch über viele Wasserfälle und tolle Fotomotive. Aber schaut selbst! Und dann erreichen wir auch schon das Ende. Schreibt mir gern, ob euch so eine Tour durch die Berge und Klammen gefällt. Schreibt mir auch gerne drunter, wenn ihr irgendwas sehen wollt. Und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss!